Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf VG Technik. Und heute gibt es die Server-Vorstellung. Und da ist René mit seinem Multi-Effekt-Prozessor, genau. Genau, mit dabei ist noch der Mr. Kriokopf und der TNT-Slayer, alias Finn und Nico. Andersrum, Nico und Finn. Kennt ihr ja bereits. Und ja, heute zeigen wir euch mal den aktuellen Server. Also wie der gerade so ist und so. Und ihr wisst schon, was ich meine. Smiley. Okay. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Spawn an. Hier gibt es eigentlich nichts Neues. Wargebau ist schon aktiv. Minigames sind schon aktiv. Testgelände sind noch der nicht Bau aktiv. Ist noch nicht und aktiv. Die Arenen sowieso. Der Bau ist aktiv. In Ernst? Ich habe gesagt, der Bau ist aktiv. Ja, der ist aber nicht aktiv. Ja, der ist nicht für alle User aktiv. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist ein Riesenunterschied. Okay, wenn ihr joint, joint ihr genau hier. Und dann habt ihr zwei Items. Das ist das Schutzschild. Damit, nee, das habt ihr nicht. Nein. Doch. Damit könnt ihr andere User trollen. Nein, das habt ihr nicht, das habt nur ich. Ja. Okay, dann habt ihr einen Punkt mit Warps. Da kommt ihr einmal zum Wegebau, einmal zu den Minigames und zu den Arenen. Genau. Ich würde sagen, wir gehen zuerst zu den Minigames, ne? Oder? Weil das jetzt ist das, was. Dann klicken wir mal auf Minigames drauf. Genau. Minigames, und dann wird hier vor das Portal geportet. Und ach, wir können einfach mal joinen. Dann kommen wir hier auf den Minigames-Spawn. Von wem der jetzt ist, müssen wir nochmal rausfinden. Den haben wir aus dem Internet gezogen. Das ist nicht unser, den haben wir nicht gebaut. Okay. Genau, dann spawnt man hier und dann kann man diese Brücke entlang gehen. Mhm. Und oder man kann runterspringen. Oder man kann runterspringen, genau. Und dann passiert das gleiche wie am Spawn. Man wird irgendwann wieder hochgekatapultiert. Ja, gleiches Placken. Ja, genau. Gut, dann kommt man hier hin. Dann hat man als allererstes Gun Game. Das habt ihr auch schon ein paar Mal, glaube ich, gesehen. Oder um genau zu sein, gar kein Mal. Doch, im letzten Video, ganz kurz. Ja gut, ja gut, stimmt, da. Bei der Fight Night-Ankündigung. Dann habe ich Survival Games. Beide Sachen hier von Mr. Creeperkopf gecodet. Beziehungsweise die Survival Games sind noch gar nicht aktiv. Das Plugin ist noch nicht fertig. Fast fertig. Fast fertig, aber noch nicht komplett fertig. Dann haben wir hier die PvP-Arena, die ist von Finn. Die hat er gecodet. Alias TNT Slayer. Und dann hätten wir hier, was bald kommt, Mob Survival. Noch gar nicht angefangen. Nein, aber wird von Mr. Creeperkopf gecodet und da kam der Vorschlag von einem Kumpel von mir. TH-Zocker. TH-Zocker, genau. Und dann ist hier die Sky-PvP, das erklärt glaube ich schon alles, oder? Was wird da passieren? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ja, genau. Im Himmel sind, sagen wir mal, so Inseln, ne? Und dann und da einfach musst du halt PvP. Eben, genau. Genau, auch noch nicht angefangen. Das codet der liebe TNT-Slayer. Und dann war es das eigentlich auch schon mit dem Spawn hier. Also der wird natürlich erweitert, was die Portale angeht, wenn mehr Minigames kommen. Ja, ja. Genau, das war's schon für das Video. Ja, ciao. Das war's. Gut. Dann gehen wir mal wieder zurück. Und zwar, wollen wir nicht erst in die Minigames mal kurz reinschauen? Ja. Okay, können wir ganz kurz mal. Wir können ganz kurz eine Runde Gun Game spielen. Ja. Da geht man hier rein und da ist nämlich der Nico, der Game Master sozusagen. Wir müssen uns auf der Lobby nachher noch registrieren. Ja. Stimmt, das müssen wir auch noch machen. Das Schematic-System. Genau, das Schematic-System. Ja! Ja, René! René! Guck! René! Dieser Cheater, ey! Guck dir das an! Ja, jetzt siehst du's! Jetzt siehst du's mit deinen eigenen Augen! Ha, tschüss! Ich könnte dich jetzt auch hierhin teleportieren. Nein. Ist mir aber egal, wir könnten auch theoretisch den Spawn unter in der Arena machen. Also, du kannst ja eh nichts machen. Das wäre relativ egal. Aber trotzdem, weißt du mir, dass ich geglaubt hast, dass man da rüberkommt? Ich hab's dir geglaubt, aber du wolltest mir nicht glauben, dass ich dir nicht glaube. Jeder zweite sagt, das geht nicht. Das erzähl ich jetzt für Müll. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay. Ja. Okay, ich stecke jetzt gerade leider im Loch fest. Das ist es ist tragisch. So, es ist so gewollt. Ja, es passiert mir ständig. Genau. Okay, da unten seht ihr den Countdown, da wo ich gerade mit dem Finger hinzeige, was ihr gar nicht seht. Okay. Dann spawnen wir hier und ich mach schon mal den Mr. Creeperkopf. Da ist René, okay. Wo ist denn der? Puff, Malte. Ah, da ist Mr. Creeperkopf. Da ist Mr. Creeperkopf. Wir machen jetzt Jagd auf Mr. Creeperkopf. Sicher? Let's kill Mr. Creeperkopf. So, die Spawns sind relativ random, also es gibt insgesamt 5 verschiedene Spawns. First Blood. Muss ich auch noch encoden, dass es sowas gibt. Och Nico, kleiner Hacker. Ich hab keine Hexe. BAM! Nein! Wow! Alter, nein! Nein! Okay. Okay, das funktioniert ganz easy. Man hat insgesamt 10 Kits. Wo ist Nico? Da. Nein, das ist nicht Nico. Scoreboard funktioniert übrigens nicht mehr. Ja, genau. Und hier spielen alle versus alle. Also nein, eigentlich nur alle gegen Nico, aber okay.
Alle gegen Nico? Ey, alle gegen Nico, du. Ist sehr praktisch wie du Hund, Alter. Ich hatte noch ein halbes Herz, hätte sagen können, dass du mich tötest. Ich hab nicht mal auf dich eingeschlagen. Ja, aber es hätte ja sein können. Das geht ganz schnell. Danke. Bitte alle auf Nico hören. So. Hallo, Malte. Geh weg. Gehweg, kennst du ja, ne? Hier, den Gehweg kennst du ja, oder? Ja, den Gehweg. Gehweg. Ja. Nein! Oh, da ist PvP-Zone, das sieht man ja schon. Oh, Dr. Spargel, guten Tag. Komm mal her. Man kann das mit. Ich schau vor dir ab, du kannst mich nicht treffen. Doch. Man kann das mit unbegrenzten Spielern spielen, richtig? Nein, 10 Stück. 10 Stück, okay, maximal 10. Und mindestens 2. Das heißt, sobald 2 Spieler joinen, geht's los. Also dann geht dieser Countdown von 60 Sekunden los. Nein, stopp. Tja. Nein! Tja, Nico. Tja. Na! Oh, Kacke. Ich bin der mega Abstauber. Nein, du. Nein, Nico ist wieder weg. Malte staubt dich schon ab und hinter Malte staub ich den ab. Nein, auf Nico gehen. Das ist nicht gut. Wir müssen auf Nico gehen, der ist der Stärkste. Nein, der ist der Hacker. Hier. Sicher. Von allen Seiten wirst du gefickt, Junge. Oh, Scheiße. Junge, was für Reflexe. So schnell gewechselt ist Ziel, Alter. Ist Ziel. So schnell gescrollt. Nee, wie nennt man das auch immer? Ach nein, jetzt habe ich mein Hasskit. Das ist so scheiße im Nahkampf. Ich bin eigentlich nicht immer so schlecht. Das nein. Ich immer, Nico, du bist einfach nur schlecht. Jetzt haut er sich mit... Er hat den Bogen, wie bitter. Damit verliert er 100%. Sicher, der ist scheiße. Ja! Scheiße. Oh, jetzt hat er die Henne. Nein! Oh, jetzt hat er Excalibur. Oh, scheiße. Jetzt hat er den... Jetzt hat er gewonnen. Ja, jetzt hat er gewonnen. Jetzt hat er den besonderen Ball. Shit. Wäre eigentlich ganz cool, wenn ich das mal zeigen könnte, ne? Oh ja, genau. Nein! Hallo, Malte. Das ist der YOLO-Ball. Ja, der YOLO-Ball. Scheiße. Nico wird sterben. Oh, scheiße. Ich gewinne nicht. Und jedes Mal, wenn man jemanden ach, tötet, das sollte man jetzt eigentlich schon rausgeguckt haben, wird man Kit höher gestuft und jedes Mal, wenn man getötet wird, kriegt man ein Kit weniger. So wie gerade eben. Ich war nämlich die ganze Zeit auf Kit 1, ne? Also anfangs war ich auf Kit 2 oder so, weil ich war. Wollen wir auch nochmal das andere Minigame probieren? Ja, das können wir nochmal probieren. Ja, das ist deins, ne? Deins meinst du, ja. Das wird ein langes Video. Ja, das wird ein richtig langes Video. So, hier stehen noch keine Schilder. Hey, wo bin ich? Jetzt bin ich wieder da. Slash spawnen, PvP einfach ein. Ja, slash PvP eingeben, dann werden hier Plugin bei Mr. Kuppelkopf NT Slayer Version 2.0 und dann muss man halt PvP minus join. Und dann kann man ein Kit auswählen. Den kann ja da was erläutern, was man da alles bekommt und so. PvP minus. Wir brauchen nur mehrere Spawns, ne? Ja, dafür. Okay. Nein, dieser Hacker. Kleiner Hacker, deine Rank ist 5 Milliarden. Alter, yes! Nico, hinter dir. Aber okay. Jetzt verbissen! Sniper Forever hier, Sniper Forever. Ah, was ich dachte? Bowspammer würde ich das Kit eigentlich nennen. Ja. Das ist besser. Ja. TNT Slayer. Der kleine Malteo 77. Hat nur Schnauze! Ein! Nein! Hashtag NoSkill. Nein! Ja, das macht schon echt Bock. Aber es ist noch halt ein bisschen buglastig, dass von einem Anfänger gecodet wurde. Nein, Spaß. Kein No-Diss, No-Hate. Was gibt's denn hier für Bugs, bitte? Feuerzeug nicht nutzbar, na gut. Nein, das soll ja so man sein. Man verreckt am Spawn, bevor die Lava geflogen ist. Nein, man verreckt nicht. Man geht nur auf 5 Herzen. Oh, bitte nicht zu gut. Ja, das war wahrscheinlich schon alles, was es oft in der Welt Lava gibt, deswegen ist es jetzt noch gerne. Ich denke, Malte, du kannst ja auch mal alle Kits zeigen. Habe ich schon, ich gehe die ganze Zeit. Ach stimmt, ich hab vergessen, die Region zu setzen da oben. Ja. Also wir haben hier wähle ein Kit, wenn man PvP-Join eingibt. Das nein, Finn. Du bist bereits im Spiel. Asi. Okay, jetzt gibt's einen Bug, ne? Ich hab kein Kit ausgewählt, sondern E gemacht. Ja, das ist halt bitter, ne? Kannst du mich mal bitte töten, Mr. Kupikopf? Töte mich mal. Wieso, du musst einfach slash PvP-Leaf eingeben. Ja, genau, so. Stimmt. Okay, Leaf. Und jetzt Join. Und jetzt kann ich hier Krieger, Sniper oder Defend hier nehmen. Defend hat man natürlich ganz viel Rüstung und einen Apfel. Apfel? Hat jetzt werden wir mal diesen TNT-Slayer hier verfolgen. Jetzt werden wir mal diesen Malteo. Was? Ich war das gar nicht. Was willst du eigentlich? Aber ich
stehe genau in der Mitte. Aua. Ja, also man hat als Tank relativ viel. Dann können wir hier mal den Krieger auswählen, der hat ein Diamantschwert. Der kommt durchaus mit seinem Steinschwert gegen den Krieger an. Das Feuerzeug bringt nichts. Doch, man kann den Baum abfackeln. Und nein, nee, das geht nicht. Ich weiß, der verbrennt nicht. Okay, das waren wir wieder knapp. Sniper habt ihr auch schon eben gesehen. Da hat man das Kit, was ihr gerade... Oh Gott, ich bin hier noch OP. Kein Wunder, dass ich hier Sachen benutzen kann, die ihr nicht benutzen könnt. Muss ich mal DOPen hier auf dem Server. Nein. Ja, geil. Machen wir mal jetzt Sniper. Ich mach den einen. Bin aus. Ach, scheiße. Das war ich. Wurde es von mir gekillt? Von Malte gekillt? Na, egal. Deutsch, ne? Deutsch ist full enabled. Du hast schon ganz viele Pfeile in dir. So, dann nehmen wir mal den Defend. Das turnt doch an, Pfeile in sich drin zu haben. Ja, mega übel. Du weißt ja, scheiße. Jetzt gibt's Beth. Ja, geil. Alter, Monet. Sicher doch. Die Spawns sind irgendwie noch nicht so gut verteilt, ne? Kann das sein? Ja, da gibt's nur einen Spawn. Achso, okay. Hab ich doch eben noch gesagt. Ja. Deswegen, ja, gut, ich würde jetzt auch sagen, das ist das einzige Problem an dem Plugin. Ja. Ich würde jetzt ja auch nicht so viel Zeit rein investieren. Nein, das ist für nicht. Okay, ich mach mal Slash Hub hier. Und dann kommen wir wieder auf den Hub. Wir können, beziehungsweise wir können einfach auf, nochmal auf die Minigames. Sind wir fertig, ne? Genau, ja. Das waren jetzt die beiden Minigames, die wir haben. Jetzt? So, kannst du mal Register eingeben? Genau. Ja, Slash Register. Slash Register, gebt ihr ein, sobald ihr das erste Mal gejoint seid. Dann könnt ihr Slash Register eure E-Mail-Adresse, euer Passwort und die Passwortbestätigung eingeben. Und bitte nicht in den eckigen Klammern. Nein. Also wirklich nur einfach hintereinander schreiben. Also E-Mail, Leerzeichen, Passwort, Leerzeichen, Passwortbestätigung, Leerzeichen. Damit könnt ihr nämlich dann die Schematics hochladen, indem ihr auf unsere Website zum Beispiel geht und dann auf Schematics. Nein. Website kann ich jetzt mal eben einblenden. Dann seht ihr dann Reiter Schematics. Und da gebt ihr dann diese Accountdaten ein. Oh, sorry, muss ich gerade. Wenn du auf die Webseite gehst, dann auf Schematics, wird nichts passieren. Doch. Seit wann das? Seit einer Woche oder so. Ja. Was? Ja. Nein. Ja, dann gebt ihr eure Daten ein, also die E-Mail-Adresse, die ihr angegeben habt, die... Nicht die E-Mail-Adresse, die Benutzernamen. Die Benutzernamen, den Spielernamen vom Minecraft. Genau, einfach den ganz normalen Minecraft-Spielernamen, so. Und dann habt ihr noch das Passwort, das gebt ihr auch ein und dann könnt ihr Schematics hochladen. Bei den Schematics, da sind dann drei Punkte, das ist auch alles selbsterklärend, das ist ganz easy. Gibt es einfach so eine Nord-Süd-Angabe und keine Angabe. Und das heißt, wenn ihr schon eine Angabe drin habt, dass es nicht doppelt hinzugefügt wird. Ja, und die sonst gibt es so schöne Schematics wie, keine Ahnung, Vorgier V1-N-N. Ganz genau, das ist ein ätzend. Und am besten auch, wenn ihr schon eine Angabe habt, bitte die hinter alles schreiben. Also als allerletztes, das macht es für alle einfacher. Und dann ladet ihr die hoch. Dann wird die überprüft. Das heißt, die Schematik muss von uns überprüft werden, ob das überhaupt regelkonform ist, ob ihr nicht irgendeinen Crap hochgeladen habt. Und dann könnt ihr, sobald die überprüft wurde, das seht ihr auch, ob die überprüft wurde oder nicht, dann ist das richtig? Ja, ne? Ja. Dann seht ihr das, ob die überprüft wurde oder nicht. Und dann könnt ihr einem Kampfleiter sagen, dass du gerne mit der Schematik spielen willst und dann könnt ihr das machen. Ja. Genau. So funktioniert das alles. Wir können jetzt nochmal ganz kurz... Bei den Arenen haben wir den Arenen-Spawn schon gezeigt. Der ist ja schon was älter. Aber können wir einfach mal hinfliegen. Ich benutze das den Kompass, die Uhr. Ich nicht, ich bin oldschool. so, Arenen. Okay, genau. Habt ihr dann den Spawn? Ja, hat René gebaut. Das und ich habe Unterwasseratmung. Ich nicht. Okay, da habt ihr diese Druckplatten, damit könnt ihr euch schneller hier bewegen. Und dann kommt so ein schönes Wassergeräusch, das ist ganz episch. Und dann habt ihr hier im Moment drei Arenen zur Auswahl. Gladiator, Brick Island und Mountains. Mountains und, also die Arenen kennt ihr schon. Hier kommt noch eine hinzu, das ist wahrscheinlich der Wargame Palace von Brickchef. Brickchef? What the fuck? Wie heißt der? Löwenherz. Lol. Hä, Wargame Palace doch nicht. Wargame Palace doch nicht von Löwenherz. Na, doch. Klar. Doch. Das mit dem, Meinst du die fette Arena? Ja. Das ist die Up-Arena. Achso, das. Die ganz große, Arena. Mit dem Labyrinth. Ja, genau. Das ist die Up-Arena. Die ist von Herotronic. Und die ist von Herotronic. Herotronic, ja. Wir haben nur noch drei andere Arenen hier, aber die sind noch nicht. Dann cutten wir das mal ganz kurz raus.
Und dann gibt's natürlich noch die ganz große, wie heißt die jetzt? Ab-Arena, genau. UP-Arena. Die ist riesengroß und die müssen wir aber noch fertig machen, weil die ist noch nicht kampfbereit. Die wurde uns bereitgestellt von einigen netten Menschen. Eurotronic ja. Und LTBcraft oder und Zockerhop. Und genau. Team nur Zockerhop und LTBcraft. Eurotronic ja. Und Zockerhop. Ja, und jeweils, wenn ihr auf einer Map seid, auf einer Arena, so, dann könnt ihr slash spawn eingeben, dann kommt ihr wieder zur Arenenauswahl. Und mit slash hub kommt ihr vom gesamten Server auf den, Lobby-Server. Auf den Lobby-Server, genau. Dann können wir nochmal ganz kurz in den Mountains gehen. Also, ich würde noch erwähnen, dass wir jetzt ein Ausrufezeichen vor den Chat, ganz wichtig. Also ihr könnt so schreiben, könnt ihr Hallo schreiben, dann sehen das alle, die auf diesem Server sind. Und zwar sind das alle, die auf dem Arenen-Server sind. Also wenn in dem Fall jetzt. Genau, wenn ihr aber auch wollt, dass Leute das vom Minigame-Server oder vom von Testgelände-Server oder so sehen wollen, dann macht ihr Ausrufezeichen und dann eure Nachricht. Könnt ihr Hallo schreiben. Dann steht da auch was anderes, dann steht da hier, steht da Fight, wo ihr euch gerade befindet, weil ihr euch gerade in einer Arena befindet. Und zum Beispiel René befindet sich in der Lobby, da steht hier Lobby. Und wenn man normal schreibt, steht da die Liga, weil ihr ja auf dem Arenenserver seid und halt die Nachricht dann. Genau, und noch in welcher Arena euch befindet, genau. So, dann cheaten wir uns mal ganz kurz hier wieder zurück, ohne die UAPs zu benutzen. So, noch was kurz zum Fight-System. Ihr müsst jetzt / WGT Team invite und dann einen Spielernamen machen. Nicht so wie damals immer adden, sondern jetzt auch einladen. Ganz genau. Weil man das dann bestätigen muss, richtig? Genau. Genau, also man kann nicht einfach wahllos jeden adden, ohne dass er es eigentlich will. Das heißt, man macht ihn weit und dann kann man das bestätigen und dann ist man auch schon im Fight drin. Das Punktesystem kennt ihr. Das, ja, wurde aber nochmal überarbeitet. Genau, da wurde nochmal einiges überarbeitet. Ich kann das nochmal hier zeigen. Meine Stats sind sowieso scheiße. Ich habe 17 Punkte und bin Liga 1. Nico ist, glaube ich, in Liga 7, soweit ich... Du kannst ja WGT Stats Mr. Creeperkopf mal machen. WGT Stats... 629 Punkte, 102 Mal gestorben und 143 gewonnene Kämpfe. Das ist natürlich ziemlich brutal. Was hat denn der... In Tisley hat gar nichts. Der hat 5 Punkte. Okay, Spaß. Okay, wie oft bin ich eigentlich gestorben? Das ist ganz lustig, das zu sehen. 29 Mal, okay. Was noch hinzukommen wird, damit sich dieses ganze Punkt... damit sich dieses Punktesystem überhaupt richtig lohnt, so Features für euch, das heißt irgendwie besonderen, hier, so Partikel oder so, die um euch rumschwören, wenn das möglich ist und... Flash Particles. Ja. Gibt's jetzt schon, ja, aber ja, noch keine, habt noch keine Rechte dafür. Bunt, ab Liga 4. Aber warum funktioniert das bei mir gerade nicht? Herzen ab Liga 2, das ist ja schon lustig. Herzen. Kein Effekt. Ja, Leute. Kein Effekt ab Liga 7. Nico. Ja. Das mit dem Slash Particles funktioniert irgendwie scheiße. Ja. Wie meinst du? Weil man die Items in den Inventar kann. Ziehen. Ja, ich weiß nicht, da ist irgendein Bug jetzt drin. Also ja. Und ich habe da nichts dran geändert eigentlich am Plugin. Guck mal, ich habe coole Sachen am Inventar. Okay, was können wir denn noch zeigen? Ich glaube, wir sind sogar schon fertig, oder? Oh, scheiße. Also, ich weiß nicht, hier, das mit dem Runterfallen, das hatten wir. Was können wir denn noch zeigen? Ja, die, dass hier mal jemand wegmacht, ich kann es nicht verstehen. So, das mit den Testgeländen, ja, das kommt jetzt bald, das ist jetzt die nächste große Aufgabe, woran wir uns, oder woran Nico und sich da so ein bisschen ran versuchen, Testgelände, wo ihr am liebsten selbstständig Schematics testen könnt, eure Schematics natürlich nur, wobei wir das auch mit dem WGT-Plugin machen können, das hat nämlich eine Testfunktion drin. Halt nur andere Maps und so, also. Oh, Alter. Oho, ein neuer Spieler ist online. Ja. Okay. Ab. Ey. Jo. So. Gut, ich glaube, das war's auch schon tatsächlich, oder? Ja. Ja. Gut. Ja, gut, dann würde ich sagen, ihr könnt nochmal bei unserem WGT Play-Kanal vorbeischauen. Alle Infos in der Videobeschreibung, da machen wir Let's Plays und sowas. Und dann würde ich sagen, dann war's das für heute und wir sagen ciao, bis zu einem anderen Video. Ciao.